zum Sachverhalt. Es sieht so aus, dass die Polizei heute Morgen um 5.25 Uhr mittels mehrerer Notrufe darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass es in der Ortsdurchfahrt Dietenheim zu einem schweren Verkehrsunfall kam. Ein Fahrzeug sei gegen ein Gebäude geprallt. Die eintreffenden Rettungskräfte der Feuerwehr konnten im Fahrzeug 4 Personen feststellen. Diese Personen wurden von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen. Der eintreffende Notarzt konnte nur den Tod der 4 Personen feststellen. Es handelt sich um eine Frau und 3 Männer im Altersspektrum zwischen 20 und 26 Jahren. 3 Personen sind zwischenzeitlich identifiziert. Von einer Person sind wir noch nicht zum Ergebnis der Personalien gelangt. Mehr gibt es im Moment jetzt noch nicht. Die Ermittlungen dauern an. Ein Gutachter ist von der Staatsanwaltschaft Ulm beauftragt und bereits vor Ort. Dietenheim wurde heute Morgen um 5.30 Uhr von der Leitstelle in Ulm alarmiert. Zunächst wurde gemeldet, ein PKW-Brand. Relativ schnell konnte man dann feststellen, dass auch Personen in dem Fahrzeug eingeklemmt waren. Es waren dann 4 Stück. Allerdings muss man schnell feststellen, dass alle 4 Personen bereits verstorben waren. Die wurden dann relativ aufwendig von der Feuerwehr mit mehreren Hilfeleistungssätzen aus dem Fahrzeug befreit und dann dem Rettungsdienst übergeben. Die Feuerwehr Dietenheim war insgesamt mit 20 Mann hier an der Einsatzstelle. Okay.